2012 bot sich mir die Gelegenheit, an einem Workshop mit Minoru Akiyama teilzunehmen. Hier versuchte ich mir diese Bergkäfer aus. Die blitzartige Stammbewegung macht den Baum interessant und zugleich schwierig zu gestalten. Zielsicher erklärte er mir seine Gestaltungsidee, die mich überzeugte, und am Ende des Workshops waren wir beide mit dem Ergebnis zufrieden. Mein vorrangiges Ziel der nächsten Jahre bestand darin, eine gute Rückknospung aufzubauen, welche sich von Jahr zu Jahr verbessert. 2 Jahre nach der Erstgestaltung hat sich das Grün positiv entwickelt und ich traute mich, einen Blick auf die Wurzeln zu werfen. Hierbei bemerkte ich, dass der Vorbesitzer beim Ausgraben in den Bergen einige starke Wurzeln gekappt hatte. Konsequenzen hieraus waren bisher noch nicht erkennbar. Doch nach einigen Jahren bemerkte ich, dass gewisse Totholzbereiche anfingen zu verrotten. Auch zeichnete sich ein weiteres Absterben der Saftbahn an gewissen Stammbereichen ab. . 2020 war der Baum bereit für die erste Schale. In meinem Schalenlager fand ich eine passende von der Manufaktur Yamaaki. Beim Entfernen der alten Erde wurde schnell klar, dass der gesamte Stammansatz abgestorben und auch schon ausgehöhlt war. Weitere Totholzbereiche wurden im Laufe der Arbeiten freigelegt. Fluch und Segen zugleich. Schnell erhielt ich schöne Gin- und Chari-Partien. Doch die Angst blieb, dass die Situation des Verrottens unkontrollierbar werden würde. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr mit einem solchen Problem umgeht. Das würde mich echt mal interessieren. Obwohl die erste Bewegung nach links zeigte, ist jedoch auch eine Hauptbewegung nach rechts zu erkennen. Dies diskutierte ich ausgiebig mit meinen Schülern und schlussendlich sollte der Sashi-Eder, also der Hauptast, auf der rechten Seite platziert werden. Nicht ganz einfach zu realisieren, aber es müsste funktionieren. Okay. Ich hatte den Baum früher immer so gehabt, von der Seite, dass du so frontal drauf gesehen hast. So habe ich den Baum auch das erste Mal mit Akiyama-san gestaltet und war damit auch immer ein Geschlecht zufrieden. Letztes Jahr oder im Frühjahr kam irgendwann mal die Idee, den umzustellen. Von dir? Ja. Normalerweise bist du ja immer die Rückseite, die dann... Deswegen halte ich mich erstmal dezent zurück. Ja, ob ich den jetzt umstellen wollte, weiß ich nicht, aber ich fand das Hörnchen da hinten ganz schön. Ja, das Hörnchen. Ja. Gut.
Das hier sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Ne? Mit dem Totholz, was du hier hast, da hast du schon recht. Aber das oben nicht. Aber oben, das passt alles gar nicht. Ne? Wie gesagt, das als Vorderseite. Aber wie gehen wir jetzt vor? Nehmen wir so. Gerade. Oder schräg so. Wo seht ihr die positiven Sachen am Baum von der jeweiligen Vorderseite? So hast du am meisten Bewegung im Stamm. Wenn du von gerade drauf schaust, ja. Wirkt aber so auch ziemlich zweidimensional, ne? Ja. Finde ich nämlich auch so, das ist irgendwie ein bisschen platt. Das ist auch, wenn du den von der Seite schaust, da ist also gar keine Bewegung drin. Dann nur da vorne das Hörnchen, wo du jetzt sitzt, da guckst du eigentlich so, ach genau drauf. Quasi, das spießt dich gerade so. Hier, das meinst du? Ja, das, also, das finde ich nämlich eigentlich auch echt interessant. Das sieht schöner aus, irgendwie, wenn du ein bisschen von der Seite guckst. Ja. Ja, also ich dachte hier die Löcher ein bisschen besser, wenn er ein bisschen zu mir guckt. Deswegen würde ich den Uhrzeigersinn drehen. Mhm. Also denke ich mal. Ja. So war unser Plan letzte Woche auch noch, ne? Ich sag nichts mehr zu vorne sein, das überlasse ich nur noch dem Fall. Kann ich nichts dafür, dass ich meistens recht hatte. Ich liefere mir heute einen schönen Baum. Ich wusste, dass das kommt. Ja. Aber ich würde auch die Seite da holen. Da wäre man nie mehr eingeladen worden, wenn man die andere Seite vorne geholt hätte. Nur nicht, vielleicht nicht ganz so stark. Ja. Du guckst jetzt genauso drauf, ne? Ja, das ist ein bisschen. Ja. Wenn wir jetzt aber sagen, wir machen das als Vorderseite, wo muss der Hauptgast hin? Der sagt nichts mehr, ne? Nee. Okay, schon. Du? Ich weiß noch, ich würde so rein vom Stamm her würde ich eher in die Richtung gehen, weil da hast du mal ja eigentlich was recht Interessantes, wenn ich hier den ganzen Totholzbereich dann versteckt. Wenn du dann nicht mehr siehst. Genau. Das wäre ein bisschen schade, finde ich. Ja. Also jetzt nicht unbedingt so nur Totholz und dann grün, aber ich würde nicht so komplett, glaube ich, quasi verdeckst du quasi die ganzen Knick und die Ecke, das eigentlich an dem Baum so cool ist, verdeckst du eigentlich. Genau. Der Baum war immer so aufgebaut, dass es der Hauptlast. Ja. Aber ich hatte von Anfang an, hatte ich bei der Erstgestaltung, hatte ich hier noch einen Ast gehabt, wo ich gesagt habe, der balanciert die ganze Sache sehr schön aus. Und der wurde, ohne mich zu fragen, einfach abgeschnitten. Ich sehe ihn eben tatsächlich auch auf der Seite, genau aus den Gründen, wie Michael sagt, wenn wir jetzt hier den Hauptast wieder aufbauen, verdecken wir die ganze Bewegung vom Stamm. Ne? Wenn jetzt das hier und das Totholz, verdeckst du auch noch damit. Ne? Es ist natürlich nicht einfach, den als Hauptast später hinzukriegen, ne? Also auch in die Position. Ist alles nicht so ganz easy, aber ist machbar. Also, Vorderseite so. So beim Draufschauen. Den hochholen, ne, dass die Sache hier richtig schön frei liegt und offen ist, dass wir alles den Bereich sehen. Heißt aber, der Ast hier. Ganz hier rüber und hier platziert werden. So, und hier schön wäre, wenn hier das Totholz dann noch so ein bisschen rausschaut. Ja, wie weit hat man hier dann den ganzen Hauptast? Ja. Also, den müssen wir tatsächlich. Den spannen wir ein bisschen. Mach den. Thank you.
Zur Positionierung des Sascheeder brachte ich eine Eisenstange an, um den Ast zu fixieren. Diese konnte jedoch später wieder entfernt werden. Etwas problematisch zeigte sich der vormals erste Ast auf der linken Seite. Dieser war sehr dominant und verdeckte den eigentlichen Richtungswechsel des Stammes sowie das Totholz. Schlussendlich entschied ich, diesen Ast massiv einzukürzen und entfernte einen Großteil. Vielleicht ist es später sogar möglich, diesen komplett zu entfernen. Das passt so eigentlich fast von der Höhe. Ja, dann müsste der hier noch ein bisschen rein. Also hier steht jetzt ein bisschen, das passt nicht vom Dreieck her, ne? Vom Verhältnis. Ja, das hier müsste vielleicht so ein Stück runter und nach vorne. Ja, wenn du jetzt auch, kannst du sagen, gehst mit dem noch einen Tick raus, mit dem hier, so, und den setzt du nach da, ne? Müssen wir gleich mal schauen. Wäre aber für den Ast ein sehr großer Eingriff. Ne? Am schönsten wäre es, den ganz weg, weil das ist ja nicht schön. Mhm. Ne? Und wenn der das irgendwann mit mal, dem übernehmen, ja. Das wäre. Ja, da kommst du irgendwann hin. Ja,